Mensch, nix. Das ist Kopplung. Oh. Ja, und dann nicht ich nach gut stehe, gell? Sitze. Guck mal, oh, das ist schick. Ein schönes Werk, das ist es, das gefällt mir. Hallo, wir sind am Tabakdorffest in Harthausen. Sie sind stolzer Besitzer dieses schönen Oldtimers. Kann man so sagen. Ja, das ist ein Porsche, Baujahr 55. 1955. Möchten Sie was erzählen dazu? Sie sind doch der stolze Besitzer, ne? Das bin ich, ja. Das Fahrzeug, ich 43 Jahre in meinem Besitz. Ich habe das vor 3,5 Jahren angefangen wieder zu zerlegen, aufzubauen. Und das ist das Ergebnis davon, ja. Er ist jetzt fast auf den Tag genau ein Jahr angemeldet und im Straßenverkehr wieder zurückgeführt worden. Und er war auch mal auf die Stadt Wolfsburg zugelassen? Auch das ist richtig, ja. Er war mal aufs Werk selbst zugelassen. Danach hat ihn unseren ersten Präsident von der Deutschen Bundesbahn in Besitz gehabt und hat ein paar Jahre gefahren. Und ich bin durch einen glücklichen Zufall da dran gekommen über einen Bekannten. Hab mir den, wie gesagt, vor 43 Jahren schon zugelegt und habe im elterlichen Anwesen dort stehen gehabt. Und ja, so hat er die Zeit überlebt. Also ich war vorhin kurz drin gesessen, da sitzt man ganz man gut, sportlich. Man sitzt wie in einem neuen Fahrzeug, ja. Und die Farbe finde ich auch cool. Ja, das ist die Original, so ist er ausgeliefert worden. Und so sollte man eigentlich, wenn man schon so ein Fahrzeug mit Zeit und Geld herrichtet, dann sollte man schon gucken, dass es wieder in den Originalzustand geführt wird, wie es war. Und was war die schönste Fahrt mit dem Auto? Ja, die schönste Fahrt, das war die Weinrallye, sind wir mitgefahren diesen Jahres. Und das war eine ganz angenehme Fahrerei, ja. Ich bedanke mich. Ich auch. Viel Spaß noch. Hallo, wir haben den Herrn Kilian getroffen. Das ist ein Motorrad von 49 und das ist ein IJS. Und möchten Sie was erzählen dazu? Ja, das Motorrad stammt eigentlich als Auslieferungsmodell aus Indien, ist irgendwo wieder in den 90er Jahren zurück nach Europa gekommen und von Europa wieder nach Deutschland, war natürlich im entsprechenden erbärmlichen, aufgebrauchten Zustand, ist aber jetzt nach der Restauration wieder im absoluten neuwertigen Zustand. Was war die schönste Fahrt mit dem Motorrad? Och, ich habe viele schöne Fahrten. Ich gehe jedes Jahr zu Oldtimer-Relais, so 10 bis 12 Schweiz. Gestern wieder bei der Oldtimer-Relais in Schweigen am Deutschen Weintor von dem Ortsclub Schweiger-Rechtebach. Ja. War wieder auch eine sehr schöne Fahrt. Ich komme zum Jahr auf 10-12 Veranstaltungen, wo eigentlich durchweg schöne Veranstaltungen sind. Wo ist denn die schönste Kurve? Kurve? Och, ja. Im Pfälzerwald gibt es nur eine schöne Kurve. Gibt es tausende von Kurven? Ja. Bestimmt. Früher hieß es Schnaufalltreffe oder Oldtimer-Treffe. Wie ging es jetzt weiter? Ja, nachdem die Vorgänger die Veranstaltung, muss man sagen, mit großem Erfolg und sehr gut durchgeführt haben, haben die nach 30 Jahren die Veranstaltung in andere Hände weitergegeben bzw. aufgehört. Und wir haben gedacht, weil die Veranstaltung so einen guten Ruf hat und auch ziemlich überregional bekannt ist, dass es schade wäre, wenn es die Veranstaltung nicht mehr gäbe. In der Form sind wir jetzt hingegangen und haben uns zusammengetan mit verschiedenen Leuten, Interessengemeinschaft, eigentlich kein Verein oder sonst irgendwas, um die Sache weiter am Leben zu erhalten. Und so wie man sieht, ist es eigentlich auch jetzt, wo man es zum ersten Mal eigentlich gemacht hat, mit neuer Besetzung, ganz gut bei den Gästen angekommen.
Und wir versuchen da auch natürlich, wir lernen daraus für die Zukunft immer wieder was Neues oder was Besseres zu machen. Wir sind für Anregungen immer offen, wir sind auch für Hilfe offen. Wir sind nach dem Aufruf, wir hatten im Amtsblatt, sind wir ganz schwach besetzt. Wir gerade bekamen mit Achengach 6, 7 Leute zusammen. Es wäre schön, wenn sich Leute noch finden würden, vielleicht fürs nächste Jahr, wo uns da auch ein bisschen unterstützen würden. Danke. Wir geben das weiter. Ja, danke. Hallo, wir stehen vor einer Terro von 1929 und das ist der Sascha Leiner. Das ist ein halber Franzos. Wieso? Ja, es hat mich halt vor 16 Jahren mal in Niva verschlagen. Und ja, man kann genauso gut wohnen wie in Deutschland. Wo, da Niva? In Oberhofen bei Weißenburg. Ach, schön. Und was gibt es zu erzählen über das schöne Motorrad? Ja, sie ist halt von 1929, so 350 Kubik mit etwas über 9 PS. Und so wie sie da steht, ist sie auch 1929 vom Werk in die Show ausgeliefert worden. Und was war die schönste Fahrt mit dem Motorrad? Wo sind die schönsten Kurven? Och, in der Südpfalz haben wir eigentlich viele schöne Kurven. Die Weichstraße entlang, schöne Gegend, guter Wein, gutes Essen, was will man mehr. Und in Frankreich gibt es auch schöne Kurven? Da gibt es auch schöne Kurven, ja. Richtung Bitschnuff, die Scherol. Oder so Festungswerke gibt es? Ja, in Schöneburg, in Lembach. Das ist ein französisches Kennzeichen, ne? Ja. Muss ja. Hallo, Herr Löffler, wir sind beim Tabakdorffest 2014 und möchten Sie einen Gruß anrichten an die Harthausener. Ja, sehr gerne. Ich freue mich wie in jedem Jahr auf das Tabakdorffest und auch diesem Jahr ist wieder sehr gut gelungen. Ich muss sagen, wir haben ein super tolles Wetter, wie schon seit vielen Jahren immer. Und natürlich haben wir auch dementsprechend Besucher hier gehabt. Der Freitagabend war bombisch, war alles voll. Die Musik hat geklappt, die Stände waren zufrieden. Und auch gestern Abend bis zu dem kleinen Gewitterschauer. Aber da hat der Stimmung nichts getrübt, haben wir richtig Spaß gehabt und gefeiert gemeinsam. Und es war auch friedlich. Und so soll es sein, so soll es weitergehen. Und das Wetter wünsche ich mir noch für die nächsten Jahre natürlich. So ein Oldtimer finden Sie schön? Also ich muss sagen, es sind hier sehr viele schöne Autos. Ich freue mich, dass die Leute auch immer wieder nach Harthause finden zu diesem Fest. Nicht nur die Besucher freuen sich dran, sondern auch die, die kommen, weil es immer wieder eine tolle Sache ist, hier Gleichgesinnte zu treffen. Was ist das schönste Auto, ist immer schwierig. Es gibt ganz viel tolle. Natürlich, je älter die Autos sind. Ich habe mir sagen lassen, es soll ein 1927er Tin Lizzie von Ford hier sein. Habe ich jetzt noch nicht gesehen. 1924, okay. Und ja, da gucke ich mal. Das sind natürlich so richtige Raritäten und das ist was ganz Tolles dann. Ansonsten hat jedes Auto seinen eigenen Flair und es macht Spaß, hier die Fahrzeuge zu betrachten. Okay. Wir gucken uns alle an. Ja, machen Sie das. Viel Spaß. Hallo, wir sind beim Tabakdorffest in Harthausen. Wir sind beim Förderverein vom Kindergarten. Wollen Sie was über Ihre Arbeit erzählen? Also wir machen das hier jedes Jahr, einfach um den Erlös zu haben und finanzieren somit Weihnachtsgeschenke für den Kindergarten oder irgendwelche außerordentlichen Anschaffungen und können somit dem Kindergarten was Gutes tun. War jetzt nur am Wochenende oder ist auch noch am Freitag und ist auch am Montag noch? Nee, Samstag, Sonntag nur. Tabaksdorffest geht am Freitag los, geht bis Montag, aber wir sind hier nur Samstag, Sonntag. Schön. Und wie waren ihr mit dem Wetter zufrieden? Im Prinzip sehr gut, aber heute ist nicht ganz so gut. Etwas feucht. Hat's rein geregnet? Nur am Rand. Ich freue mich für das schöne Gespräch und weiterhin viel Erfolg. Bitte schön, ebenso, danke. Meter lang. Wo ist der Fahrer? Naja, dann steigen wir so ein. Ja.
Herrn Eichler getroffen. Er ist mit einem MG da von 67. Von 67, Sie sind aus München und möchten Sie was erzählen dazu? Ja, da gibt es nicht allzu viel zu erzählen. Das ist ein wunderschöner MG, einer aus der ersten Serie und 47 Jahre alt. Wir haben den letztes Jahr in England auf einer Auktion ersteigert und freuen uns seitdem sehr an diesem Fahrzeug, weil es ein wunderschönes Fahrzeug ist und sehr zuverlässig ist und Spaß macht einfach. Und sind Sie auch die Alpen gefahren? Wir sind noch nicht die Alpen damit gefahren, aber wir sind mit dem Auto aus England bis hierher gefahren und hat sich als ausgesprochen zuverlässiges Fahrzeug rausgestellt und sehr viel Spaß zum Fahren einfach. Und es ist eigentlich wie ein Alltagsauto noch heute, auch heute noch, nach 47 Jahren, also zu bewegen. Es ist toll, ein schönes, aber wunderbares Auto. Sie wohnen ja jetzt hier in der Nähe, aber hier gibt es ja die Kalmit oder was für schöne Berge gibt es hier? Ja, wir haben natürlich die ganzen schönen Pfälzer, Waldstraßen haben wir natürlich alle schon abgegrast mit dem Fahrzeug. Natürlich die Kurven alle abgesägt, die es zum Absägen gibt. Und haben schon viel Spaß damit gehabt, also auf diesen Touren. Ich bedanke mich. Es war uns ein Vergnügen. Und jetzt schön anmelden für die Tour. Jetzt melden wir uns noch an für die Tour und dann schauen wir mal weiter. Ich bedanke mich. Bayern sagt, danke, gerne. Tschüss. Ja, das ist gut. Ein Gastgeschenk vom Autohaus Vogel. Vielen Dank. Zwei Verzehrgutscheine, die können Sie im Fest in jedem Ausschank einlösen. Wunderbar. Und ein Fischprogramm. Ja. Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt. Danke. Bis zum nächsten Jahr. Ja. So, wir haben Herrn Steiger getroffen. Er macht die Organisation und das heißt heute, also seit diesem Jahr heißt es Oldtimer-Treffen beim Tabakdorffest in Harthausen. Was gibt es darüber zu berichten? Also die alten Oldtimer-Freunde, die das Treffen als Schnauferl-Treffen zitiert haben, die haben nach 30 Jahren gesagt, wir möchten jetzt nicht mehr. Der Abschluss wäre auch gut nach 30 Jahren, das einzustellen, aber Interessengemeinschaft von Harthausen, der Herr Kilian, steht da gerade. Herr Kilian ist auch dabei, hallo. Der Kilian und ich, wir haben gemeint, es wäre schade, wenn die Oldtimer nicht mehr zum Tabakdorftreffen kämen, weil es war doch immer ein Highlight, hat viele Besucher ins Dorf gebracht und es war immer sehr interessant. Und dann haben wir noch einige Freunde getroffen, die mitmachen und haben das alles organisiert mit einem ganz neuen Konzept. Nicht mehr das alte Konzept, das war uns zu aufwendig. Wir haben es mehr über E-Mails gemacht und über Flyer und so. Und ich muss sagen, wir sind zurzeit sehr, sehr zufrieden. Heute Morgen hat es geregnet, da hatten wir alle Bauchweh, ob überhaupt Oldtimer kommen und wie viele. Wir haben jetzt mittlerweile schon die 100-Stück-Marke überschritten. Also wir sind guter Dinge. Es kommen ja noch einige. Bis zur Ausfahrt haben wir noch 1,5 Stunden Zeit. Und dann hoffen wir, dass es nächstes Jahr wieder so weitergeht. Es wird schöner als je zuvor. Ja, wir haben Fahrzeuge dabei, da sind wir sehr stolz. Das älteste Fahrzeug ist von 1924, eine Ford Tin Lizzy. Das hat es schon ein paar Jahre nicht mehr gegeben. Und da vorne, ne? Da vorne steht die Ford Tin Lizzy, jawohl. Und der Nachfolger dazu, also das älteste Fahrzeug ist von 1924, dann kommt eins von 1929. Und dann sehr viele aus den 50er, 60er Jahren. Da zählen also, ja. Also wir sind sehr, sehr angenehm überrascht, haben etliche Motorräder da. Wir haben jetzt gerade eine Anmeldung gehabt von einem Motorradfreund aus dem Elsass. Der dürfte so ziemlich die weiteste Anfahrt gehabt haben. Und ja, wir freuen uns. Ab wie viel Kubik darf ein Motorrad mitfahren oder ein Moped oder ab wo ist denn die Grenze? Also ab wo geht's los? Jedes Fahrzeug darf mitfahren, das ein Motor hat. Es gibt keine Begrenzung von Kubik. Es gibt weder nach unten oder nach oben. In der Regel geht es mit 50 Kubik los. Das sind die Moped, das weiß jeder. Und hoch 3 Liter, 4 Liter, 5 Liter Maschine bei den Autos dann. Ne? Das darf also. Es gibt hier keine Begrenzung, was PS-Stärke oder Größe vom Auto oder was. Es gibt zwei Begrenzungen. Das haben wir auch im Vorjahr haben wir geändert gegenüber dem Vorjahr. Wir lassen nur PKWs zu bis Baujahr 1980 und zwei Räder bis Baujahr 1970, um das Ganze etwas attraktiver zu machen.
Weil es gibt Autos ab Baujahr, die sind Oldtimer, die sind 30 Jahre alt, aber die stehen noch in der Straße rum, ein 2er Golf zum Beispiel und so. Das wollen wir nicht unbedingt haben, obwohl es Oldtimer sind. Mich würde auch interessieren, ob wir noch Verstärkung brauchen, ob wir noch Leute suchen. Ja, selbstverständlich suchen wir noch Verstärkung. Wir sind zurzeit noch ein kleines Team mit 6, 7 Mann. Und wir suchen jederzeit Verstärkung. Es kann sich jeder melden unter der E-Mail-Adresse oldtimerfreunde-harthausen@gmx.de. Oder kann mich persönlich anrufen unter der Telefonnummer 06344-4500. Mein Name ist Steiger Manfred und wir freuen uns auf jeden Neuzugang. Das gibt ein riesiges Ding. Das gibt ein riesiges Ding. Es gibt eine Kettereaktion. Ja, hoffen wir. Das Telefon steht nicht mehr still. Und die Oldtimer-Freunde, die zu uns stoßen und mitmachen wollen, werden natürlich besonders begehrt, wenn sie auch noch ein Oldtimer, also ein Fahrzeug mitbringen könnten. Ob jetzt Motorrad, Roller, Auto oder Moped, das spielt keine Rolle. Ja. Nur, also mit Traktoren wollen wir nicht, weil es gibt in unserer Gegend schon sehr viele Oldtimer-Traktortreffen, die gut sind und wir wollen denen keine Konkurrenz machen und die sollen uns keine Konkurrenz machen. Die haben ihren Freundeskreis, wir haben den Freundeskreis mit den Pkw und mit den Zweirädern. Und so wollen wir es auch belassen. Super. Sie da sonntags? Sonntags ein bisschen die Benzinleitung feststricke, die war noch ein bisschen locker, aber. Wie heißt das Fest, wo wir uns sehen jetzt? Tabakdorffest. Ja, und sind Sie dabei bei der Ausfahrt? Natürlich. Mhm. Wo geht's hin? Das weiß ich nicht, hab nicht auf den Plan geguckt. Ja, Fahrt ins Grüne. Fahrt ins Grüne, genau. Okay, und wird das was da mit der Leitung? Ah, das müssen wir gucken, das wird sich auf deine 100 Kilometer feststellen. Ja, sollen wir so einen Teppich hinlegen auf die Straße? Nee, der markiert nur sein Revier, das ist so gut so. Den haben wir schon so mitgekauft. Da läuft nichts aus, gell? Nee. Das war ein Rennen. Steht ein schöner Oldtimer. Es ist ein BMW vom Autohaus Vogel. Hier ist die Tür offen, also was mache ich? Sie sehen es, was ich mache. Und jetzt sitze ich drin und es kommt auch keine Feuerwehr und auch keine Polizei. Und es ist ein schöner, gepolsterter Beifahrersitz und das ist alles schön vertäfelt in Tarsien. Und es ist ein schönes Handschuhfach. Und es ist aber kein Elfenbein hier. Aber es ist okay. Nicht mit dem Elfenbein. Und alles schön geputzt. Und typisch Autohaus Vogel halt. Mhm.